Yeah! Fabulous Dad Beats. Ja, nach einer kurzen Pause, energietechnisch, melden wir uns zurück. Voller Energie. Also viele hatten schon gedacht, das Clubhaus würde abgesetzt. Dem ist nicht so. Edge. Im Gegenteil, wir haben wiederum keine Kosten und Mühen gescheut. Haben wir nicht? Nein, wir haben heute einen unglaublichen Gast im Studio. Einen Mann, der weltweit inzwischen für Schlagzeilen sorgt, der das Thema Urintherapie auf ein völlig neues Level hebt. Oh Gott. Der auch keine Gefahr scheut, keinen Schmerz. Also nicht so wie du. Nicht so wie ich, aber nichtsdestotrotz. Wir begrüßen Malte von Dumme Sau LOL bei uns im Clubhaus. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear for Ja, lieber Malte, darf man dir was zum Trinken anbieten? Trinken habe ich wie immer selbst natürlich mitgebracht. Ein Vorbild. Solche Gäste haben wir gerne öfter dahin. Ich habe da heimlich meinen Flachmann mit reingeschmuggelt. Hoppla. Oh! So, kleine Orangentaugliche. Meinen besten Kumpel habe ich auch mal mitgenommen. Ach, sehr gut. Der gehört immer dabei. Also uns kein Geschenk, den nehme ich nachher wieder mit. Ja, nichtsdestotrotz, Prost. Ja, aber dann lass uns doch mal anstoßen. Ja, ja, aber unauffällig. Ja. Die Security haben nichts mitbekommen. Cheers. Cheers. Danke für Cheers. Die Einladung. Danke fürs Kommen. Cheers. Danke fürs Kommen. Ah, ich sehe schon, der Durst ist groß. Ja. Geübter Flachmann trinken. Gut. Ja, worum geht's? Malte, ja, wie wir auch auf sozialen Medien festgestellt haben, hast du ein ganz besonderes Projekt produziert, ein ganz spezielles Video. Und ich glaube, dadurch, dass wir da keinen geringeren als Steve O ebenfalls mit ins Boot holen konnten, ja, schauen wir mal, was die Jackass-Legende persönlich zu deinem Video sagt. Ja, gerne. I loved that so much, man. I wanted to steal the idea for Jackass, but out of respect for Malte, I never copied that, man. Now, the peeing came up when we did something for Jackass. We tried to do it with pee, but we ran out of pee. And I said, you know what? Now I'm gonna really start collecting. And then Malte contacted me, says, we're both collecting pee. And I said, you know what? We should both go for the world record highest belly flop into pure piss. And so I sent Malte the same kiddie pool that I was training with. Of course, my training was pathetic compared to Malte's. Guy, you know, it's a young man's game, and I'm not a young man anymore. Seems that Malte has surpassed me in how gnarly he is. Because when you see this jump that Malte did, you're not gonna believe it. And when you see the jump that I did, it's not as good. Of course, I did mine for my bucket list tour, and so I'm saving it for that. But you're gonna get to see everything Malte did. And it is impressive, man. Malte, bravo, young soldier, bravo. And seriously, man, I'm fucking jealous. Wow! Chapeau, chapeau! Bravo, also. Young Soldier, bravo! Vielen Dank. Ja, vielleicht für diejenigen, die jetzt dem Englischen nicht ganz so mächtig sind, vielleicht. Ich bin mal zu frech. Ja, du darfst im alles. Im Clubhaus also, darfst natürlich. Du, und du sowieso. Nach ja, dieser Lobrede, wir sind nicht würdig. Na, vielleicht erklärst du uns mal kurz, worum dreht sich denn dieses angesprochene Video von Steve-O? Es ist ein ganz besonderes Projekt. Meine Mutter ist sehr stolz auf mich. Das Ganze hat angefangen vor ein paar Jahren, vor 3 Jahren etwa.
Nachdem ich so zum achten Mal hintereinander aufs Klo musste, habe ich mir gedacht, das ist doch einfach Verschwendung. Irgendwas muss ich damit machen lassen. Ich hatte eine innere Stimme, ich bin dieser Stimme gefolgt. Ich habe dann meine Pipi angefangen zu sammeln, weil mein Ziel war, 1000 Liter Pisse zusammenzukriegen. Ich hatte diese Idee gehabt. Ich weiß nicht, wer es kennt, Dunkin' Pool. In amerikanischen Filmen sieht man das oft so auf dem Rummelplatz, gibt es so diese Attraktion, so ein Pool und drüber so ein Typ, der auf einer Bank sitzt und daneben so eine Zielscheibe. Und wenn man dann wirft und die Zielscheibe trifft, dann klappt die Bank runter und man fällt in einen Riesenpool. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch weiterreden muss. Ich glaube, jeder weiß, worauf es hinauslaufen könnte. Jeder, der dich kennt, sowieso. Ja. Meine Idee war, einen Dunkin' Pool voller Eigenurin machen, dass ich dann wirklich in einen kompletten Pool reinkrache. Ich meine, wir sprechen da von 1000 Liter Eigenurin gesammelt, 1000 Liter. 3 Jahre lang gelagert in deinen Kellerräumlichkeiten, feinste Ware quasi. Ja, also ich habe wirklich 3 Jahre lang keine Toilette zum Pinkeln verwendet. Egal, wo ich hingegangen bin, in jede Bar, ich bin mit einem Rucksack voller leeren Plastikflaschen da rein. Wenn meine Familie besucht hat, meine Freunde, ich habe Plastikflaschen dabei gehabt, ich habe alle meine Freunde dazu gebracht, versehentlich aus diesen Flaschen zu trinken. Ist jetzt in diesem Flachmann auch Eigenurin? Also bist du im Treibstoff? Bist jetzt mittlerweile schon. Nein, mein Arzt und mein Dermatologe haben mir davon abgeraten. Okay. Ja, ich habe dann mitbekommen, dass Steve O. ein ganz ähnliches Projekt am Rennen hat und dass er auch seinen eigenen Urin sammelt. Wir haben uns dann irgendwie zusammengeschrieben und er hat gemeint, er arbeitet an einem Weltrekord. Und zwar den höchsten Bauchklatscher in Eigenurin. Mhm. Und er hat gesagt, ich habe schon 1000 Liter Urin. Und dann hat er gemeint, lass es uns gemeinsam machen. Der Bessere möge gewinnen, mal schauen. Und wie wir gehört haben, hat der Bessere offensichtlich gewonnen. Ja, Steve O. hat seinen Sprung für seinen DVD auf die Bucketlist-Tour gemacht. Das wird dann, glaube ich, in einem Jahr zuerst rauskommen. Mhm. Er hat auch gesagt, dass mein Sprung auf seinem DVD dann auch erscheinen wird. Okay. Aber ich habe schon ein paar Promobilder gesehen von seinem Sprung. Ich glaube, ich habe es geschafft. You surpassed me, er sagt es ja auch. Ich musste es ja auch gleich übertreiben und 4 Meter. Ich hatte einen 4 Meter großen Turm gebaut. Als ich da oben gestanden bin, ist mir so die Muffe gegangen. Ich habe mir gedacht, da kannst du nicht Gesicht voraus. Gesicht voraus ist das Schlimmste. Ich weiß nicht, ob ich jetzt angeekelt sein soll oder Angst um mein Genick haben soll. Vielleicht generell die Verbindung zu Steve O. Da gab es ja schon mal eine gemeinsame Aktion, wo ihr euch, ich glaube, da hast du ein paar Kugeln eingefangen. Ja, wir haben schon mal zusammen gedreht in Köln. Genau, vor ein paar Jahren. Jackass. Welche Bedeutung hat das für dich oder auch auf deine jugendliche Prägung? Also wir kommen beide, also Quietsch und ich, eigentlich noch aus einer Zeit, wo das vollkommen normal war, solche Dinge zu tun. Jeder Skater, der einmal eine Kamera in die Hand bekommen hat. Da ist schon wieder ein Bild damals. Ja, das ist der Dreh mit Steve O. gewesen. Das war übrigens eine Penisschablone, die man mir auf den Rücken gehalten hat. Und dann haben wir versucht, mit dem Paintball-Gewehr einen Penis zu malen. Das hat nicht so gut funktioniert. Kann man ja mal machen, oder? Ja. Meine Wirbelsäule hat es nicht so cool gefunden, aber... Ja, wie gesagt, wir kommen aus einer Zeit, wo es ein bisschen ruppiger auf dem Skaterplatz zugegangen ist. Mhm. Jeder mit einer Kamera hat sofort angefangen, von irgendwelchen Dächern in irgendwelche Gebüsche zu springen. Und klar haben wir gerne Jackass geguckt, aber früher gab es viele solche Formate. Dudes Zones, Tom Green Show, da gab es wie Sand am Meer. Und wir sind halt von dem ganzen Lifestyle geprägt worden. Wir sind alte Skater von damals, auch wenn ich jetzt vorher nicht so richtig Gas geben konnte, wegen den ganzen Monitoren. Aber ja, von dem her ist eigentlich nur eine logische... Hier auch mit Bam und Jerry ebenfalls. Ja, das ist mein Bruder Bam. Ja, beim letzten Familientreffen. Okay. In der Betty Ford Klinik. Mhm. Wie geht's dem Papa? Ja, scheiße, wie immer. Okay, ja, Jackass, Skate-Kultur. Inzwischen auch mit euren Dumme Sau LOL-Videos schlagkräftig. Euch durchgesetzt quasi in diesem Segment. Ja. Ich glaube, es ist ja auch inzwischen gab es eine Anfrage vom Vorarlberger Landesmuseum, die euch quasi als Kulturgut betrachten. Ja, die wollten eine Ausstellung machen über Jugendkulturen im Vorarlberg und bei Jugendkulturen im Vorarlberg spielen wir natürlich eine Rolle. Sie haben dann gefragt, ob es ein paar Requisiten gibt, die wir spenden könnten und ich weiß nicht, ein paar Fans werden es vielleicht kennen. Das ist ein blutverschmierter Fidget Spinner aus dem Fidget Spinner of Death Video, wo ich mir wirklich alles aufgeschnitten habe, habe ich dort gespendet. Und das Klistier, oder für Leute, die nicht wissen, was ein Klistier ist. Jetzt bin ich gespannt auf die Erklärung. Jetzt mach mal. Einlaufgerät, mit dem wir Creature in Einlauf verpasst haben, vor dieser Darmspiegelung, die wir da auf YouTube verpasst haben, das haben wir gespendet. Das ist tatsächlich beides in einem Museum in Bregenz. Ich habe heute ein paar Requisiten mitgebracht. Also, ich hoffe, ein Klistier, oder? Wir haben ja bei dem Pipi-Pool-Video uns die große Frage gestellt, ob der weiße SpongeBob auf meinem T-Shirt nachher gelb ist.
Ah, und ich habe das dann mitgenommen. Das Original-T-Shirt, oder? Das ist das Original-T-Shirt umgewaschen. Umgewaschen. Oh, aber es ist leider nicht gelb geworden. Es ist nur so ein leichter gelben Stich. Ja, ich habe gedacht, das interessiert vielleicht die Zuschauer überhaupt nicht, deswegen nehme ich es mit. Eigentlich soll die Handschuhe tragen. Also das ist eigentlich kontaminiert. Das ganze Studio ist jetzt hier kontaminiert, seit ich hier eingetroffen bin. Kennt man aus Corona-Zeiten? Also ja, ja, jetzt noch schlimmer. Nee. Noch schlimmer? Ich habe dann sonst auch das hier, vielleicht kennen vielleicht mache ich noch. Das Handy hat sich mal in meinem Rektum befunden. Wir wollten wissen, ob ich in meinem Arsch Empfang habe. Überraschenderweise ja. Es hat funktioniert. Es hat also funktioniert. Eigentlich immer wissenschaftliche Grundlage bei euren Videos, ja, oder? Ja, immer eine wissenschaftliche Grundlage. Ich habe tatsächlich Empfang in meinem Arsch. Wir wollten das irgendwie mich reinkriegen und es war zu groß zum Schlucken, aber ich dachte, irgendwie muss es reingehen. Aber das ist noch gar nichts. Noch cooler ist das hier. Oh Gott. Einen Moment. Die Kamera hier. Oh, hatte Quietsche schon in seinem Arsch. Ah, und dann schön. Haben wir mit dieser Endoskopkamera die erste Live-Darmspiegelung auf YouTube gestartet. Die Bilder waren phänomenal. Und danach haben wir die erste Magenspiegelung bei mir gestartet. Und zwar in dieser Reihenfolge. Erst Darmspiegelung und dann Magenspiegelung. Mit der gleichen Kamera in dem Fall. Natürlich. Was auch sonst. Stichwort YouTube. Ja. Das ist ja ein bisschen ein Sorgenkind. Also gerade, wenn ihr Videos hochlädt, wie viele Strikes gab es schon? Wie schaut es aus generell mit euren Formaten, euren Inhalten auf dieser Plattform? Ja, wir sind eigentlich das Sorgenkind von YouTube. Und ja, das ist ein großes Problem. Das ist auch einer der Gründe, warum es jetzt eigentlich zu einem Ende gekommen ist, weil es wirklich schlichtweg im Internet kaum noch machbar ist. Mittlerweile darf man im öffentlichen Fernsehen mehr als im Internet. Das ist Wahnsinn. Und die haben so viele Strikes bekommen und unser Kanal wurde sogar schon gelöscht, der war weg. Dann hat Jörg Sprafe vom Slingshot Channel mit seiner YouTube-Union da wieder eine Wiederherstellung veranlasst. Das heißt, wir sind wie Jesus, wir sind schon mal auferstanden von den Toten. Okay, dafür sollte ich jetzt irgendwie abgestraft werden. Folgt später. Ja, also wir, auch momentan schlittern wir mit 2 Strikes durch die Gegend, bei 3 bist du gelöscht. Von dem her, wir sind eigentlich nonstop eigentlich am seidenen Faden. Stichwort YouTube wäre wahrscheinlich jetzt gerade passend. Schauen wir uns doch einmal das zensierte, YouTube-taugliche Teaser-Video für deinen bis dato wahrscheinlich größten Stunt an. Größter Stunt vielleicht. Ich habe schon sehr viel Blödsinn gemacht. Aber ja, es ist die zensierte Version. Anders dürfen wir es wirklich nicht zeigen. Mhm. Ich habe so viel zensiert, wie ich konnte. Aber es ist ja, wie gesagt, auf unserem Kanal, unter dieser zensierten Version ist ja ein Link zu einer externen Seite, wo man sich dann das Ganze anschauen darf. Ja, dann schauen wir. YouTube deleted my sickest video. You won't believe what I did. I had the idea of the century, so I collected my own urine for 3 years. Really every single drop. Wherever I went, I had a plastic bottle with me. Now guess how much I got? Right, more than 264 gallons. My idea was to build a dunking pool where a target must be shot, the bank claps down and I fall into a pool full of my own pee. But then Steve-O from Jackass challenged me to set up a world record together with him with the highest belly flop into pure urine. So I went for it and I built a more than 13 feet high tower to jump from face first right into a small kiddie pool filled with my own pee. Guess what, I actually really did it, but of course that video is so extreme YouTube deleted it immediately. If you want to see the whole video, click on the link under this video and please leave a comment and subscribe. Also an der Stelle möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Bei? Glaubt man mir das? Für? Bei? Einfach mal bei so, der Gesellschaft. Oder? Bei der Gesellschaft möchte ich mich entschuldigen. Vielleicht ein anderes Thema, was wahrscheinlich eure Community auch brennend interessiert. Ja. Dumme Sau LOL entstanden Malte auch mit Quitsche. Inzwischen Malte solo unterwegs. Wieso? Nicht wirklich solo unterwegs. Das war jetzt eigentlich fürs erste mein Abschlussstand. Das ist eigentlich jetzt aufs Abstellgleis gestellt worden, das Projekt. Es liegt einfach daran, Quitsche ist weggezogen und wir haben eigentlich alle keinen Kontakt mehr zu ihm. Und ohne Quitsche ist es natürlich nur noch ein halbes Projekt und ich darf da natürlich in der Öffentlichkeit jetzt auch nicht zu viel auspacken. Ich möchte jetzt da auch keine Schlammschlacht oder sonst was. Ich kann nur so weit sagen, wir sind nicht im Streit auseinandergegangen. Ja. Es sind einfach persönlich, hat man sich auseinandergelebt. Und da ich alleine das Projekt momentan in der Form nicht stemmen kann, YouTube so jeden Scheibenkleister sofort wieder löscht und wieder runternimmt, kann ich das alleine momentan nicht stemmen.
Muss mir jetzt aber auch ein bisschen überlegen, wie es dann mit meiner Entertainment-Karriere weitergeht. Ich wäre für alle Projekte offen, meine Damen und Herren. Also Anfrage jetzt gleich ans Clubhaus, oder? Ja, vielleicht. Du hast momentan noch Zeit im Terminkalender in dem Fall. Ich dachte, dass ich vielleicht meine Porno-Karriere weiter voranführen werde, also Kapitän Strammarsch. Und ansonsten bin ich für alles offen. Also Strammarsch, Stichwort goldene Toilette, ist ja auch ein unglaubliches Badezimmer, das du dein eigen nennst. Ja. Wie schaut es denn generell bei dir zu Hause aus, abseits von diversen mit Urin gefüllten Pools und goldenen Toiletten? Und ganz gemütlich. Im Wohnzimmer veranstalte ich illegale Hahnenkämpfe. Das sind also überall Federn und Hühnerkot und Kadaver. Okay, ja. Ansonsten ganz normal, halt. Was ein klassischer Vorarlberger Haushalt. Ja. Dein Garten hat ja sehr gelitten, habe ich gesehen. Ja, genauso wie meine Nachbarn. Meine Nachbarn verfügen über einen Geruchssinn, nehme ich an. Und ich nehme an, dass das auch eine harte Prüfung war für die gute Nachbarschaft. Was war denn das Schlimmste? War der Aufklatscher schlimmer oder der Geruch? Oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bis hin zum eigenen Urin-Drink, Schnapsglaserl? Also das Schnapsglaserl war natürlich schon der absolute Gipfel, aber man ist so unter Adrenalin, ich wusste nicht mal, ob das der Schmerz des Aufschlags schlimmer war. Die Angst war schlimm, weil ich echt Angst hatte, dass ich mir das Genick einstaue. Ansonsten, der Geruch war brutal. Gab es Probesprünge in Becken, die nicht mit Urin gefüllt waren, also mit Gülle oder mit Scheiße oder was auch immer? Was man halt so nimmt, wenn man, um sich darauf einzustimmen. Ja, es gab tatsächlich Probesprünge. Steve O hat mir seine Probesprünge auch schon davor gezeigt und geschickt. Ich habe auch zwei Probesprünge gemacht, einmal aus 1 Meter und einmal aus 2 Meter. Und 2 Meter haben schon so einen Hammer gemacht. Mhm. Und ganz tapfer war eigentlich auch die Jacqueline. Also die hat ja die Kamerafrau gemacht und die hat den Job gehabt, der am schlimmsten ist. Sie war mit der Kamera wirklich direkt am Pool und beim Probesprung ist er wirklich schon seine 2 Meter Fontäne an Wasser weggekickt, weil wenn so ein ganzer Körper von einem Mann einfach flach reinkracht, da spritzt wirklich 3 Meter, hat das meine Hauswand einen Gang gespritzt und sie musste direkt davor stehen. Mhm. Wir wussten, sie wird von oben bis unten randvoll sein. Bist du quasi eurer Familie jetzt dadurch noch einmal höher eingestuft worden durch die Eigenurintherapie? Ich bin oder? In der Rangordnung noch mal ein bisschen runtergerutscht, also ich bin jetzt unter dem Hund. Und das heißt, beim Familienessen kriegst du jetzt den Napf mit dem Rest, was der Hund übrig lässt? Ja, ganz genau. Und aber vielleicht generell, du bist doch ein Mensch, der sehr provoziert, der jetzt nicht dem klassischen Role Model eines Vorarlberger Mitglieds der Jungen Volkspartei entspricht. Was? Zerstör ihm nicht seine Träume, bitte. Wie gehst du damit um? Also hat man ja auch schon vielleicht gerade im Umkreis Verwandte, Familie enterbt, aus der Familie jagen wollen? Oder wie gehst du mit Kritik um? Meine Familie zwingt mich ja schon seit Jahren zu den Stunts. Okay. Die sehen da in mir so die nächste Hannah Montana. Ich wollte eine TikTokerin werden, aber das hat meine Familie nicht zugelassen. Sie sagte, das ist nicht die große Kohle. Ansonsten bin ich immer wieder extrem überrascht, wie wenig Hate wir abbekommen, wie wenig negative Kommentare oder sonst was. Im Vorarlberg sind wir langsam Lokalgrößen, Quichi und ich. Also ich kann eigentlich nirgendwo mehr hingehen, ohne auf der Straße erkannt zu werden. Das ist nonstop so. Und auch im Internet, also unsere Videos haben überwiegend 95-98% Upvotes und wir kriegen so gut wie überhaupt keine negativen Kommentare. Mhm. Und ich habe mich eigentlich auf einen sehr großen Shitstorm damals eingestellt, als ich das Projekt ins Leben gerufen habe, weil ich dachte, mit der Anonymität des Internets und solchen Inhalten. Und dann noch im Ländle, oder? Ja. Aber die Leute lieben es, komischerweise. Deine Nachbarn auch? Ja, also die finden das ganz cool bisher, haben sie mal, zumindest haben sie es behauptet, aber würde ich vielleicht auch sagen. Lass uns mal einen Blick zurück auch werfen, ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man mit sowas, du sagst, früher auf dem Skateplatz, das haben alle gemacht, aber irgendwann nimmt es ja Fahrt auf und wenn man jetzt sieht, was am Ende der Fahnenstange sozusagen steht, ich meine, das ist ja mit Steve-O oder mit Bam, die ich getroffen habe, aber das ist ja nur ein Teil, was ihr gemacht habt. Ihr wart mit Knorkato auf der Bühne, habt für die da Show auf dem Konzert gemacht. Das heißt, das hat ja wirklich eine unglaubliche Dimension angenommen, oder? Ja. Ihr wart in einer Fernsehshow, in einer Dating-Show habe ich euch mal beide gesehen, war auch ein legendärer Auftritt übrigens. Also, leicht angetrunken. Dezent. Ja, ich habe eine ganze Flasche Jägermeister-Intus gehabt, ich konnte kaum noch stehen, man hat es mir nicht angesehen, aber ich war brutal. Aber lass uns mal diesen Weg aus eurer Sicht, aus deiner Sicht auch rekapitulieren, also wie das ist. Man macht es, weil man Bock drauf hat, weil man Spaß hat, weil man vielleicht auch einfach, keine Ahnung, die Grenzen nochmal überschreiten will. Ja, und jetzt sieht man da, und Steve-O
sagt dann Bravo Soldier, der Ritterschlag eigentlich für Videos dieser Art sind, weil man weiß, was er alles schon gemacht hat und auch weiß, was ihr alles schon oder was du alles schon gemacht hast. Ja, das ist der einzige Punkt in meinem Lebenslauf, den ich da eigentlich eingetragen habe. Es ist so, wir haben das ja schon sehr früh eigentlich angefangen und auch schon mit Kameras. Also von mir gibt es Stunt-Videos schon seit dem 8. 9. Lebensjahr. Mhm. Hat mir aber YouTube dann irgendwann mal rausgelöscht. Ich habe da sogar mal ein richtig schönes, das hätte ich euch eigentlich zukommen lassen können, das wäre noch cool gewesen. Ein ziemlich schönes Video eigentlich draus gemacht. Aber YouTube mag es nicht, wenn Kinder die Hauptakteure von Videos sind, vor allem bei gefährlichen Inhalten. Deswegen darf ich das heute nicht mehr zeigen, aber wir haben das schon sehr konzipiert im Dummes Alol-Stil schon mit 8-9 Jahren gemacht, also schon Ende der 90er. Wir sind eigentlich von Anfang an dran gewesen. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, du hast vorher gesagt, YouTube löscht solche Inhalte, es wird immer schwieriger, solche Inhalte auch unter die Menschen zu bringen. Weil das, von dem lebt man ja dann auch irgendwann, oder das ist ja auch irgendwann der Punkt, man macht es ja zwar schon, wenn man Bock drauf hat, nehme ich an, also wobei ich weiß nicht, wie viel Bock man drauf hat, in diese Pool zu springen, also da hat ja jeder so seine eigenen Vorlieben, aber wie siehst denn du die, generell diese Entwicklung? Weil es gibt so Formate, es gibt Jackass nach wie vor, es gibt auch neue, es gibt einen neuen Film, der gerade noch ins Kino gekommen ist von Ihnen. Das heißt, es gibt ja schon Möglichkeiten. Ostivo macht es ja mit Videos, die er produziert, mit einer Show, die er auf Tour geht und so weiter. Mhm. Sind das so Dinge, wo du vielleicht jetzt siehst, auch in Zukunft, muss man halt neue Vertriebswege suchen, so wie es in den 90ern eben halt dieses Internet war, das kein Mensch kannte? Ich persönlich stehe da momentan selbst voll in der Luft, wie das eigentlich für Privatpersonen wie mich überhaupt weitergehen könnte. Ich bin ja auch so ziemlich außer Check, ist glaube ich mittlerweile der letzte Verfechter von dieser Scheiße, die eigentlich niemand sehen möchte. Und von dem her, für mich privat ist es momentan mehr oder weniger unmöglich. Die Internetzensur hat sich irgendwann so verselbstständigt. Man sieht sie auch auf TikTok, wenn du ein Video machst, wie du einen Handstand machst, dann steht da unten eine Gefahrenmeldung. Mhm. Und es ist also dieses Broadcast, das ja existiert eigentlich in der Form nicht mehr. Was man allerhöchstens machen könnte, wäre auf externen Seiten, aber da hat man einfach kein Publikum. Ja. Mhm. Publikum haben wir auch in unserer allseits beliebten Forenbar und vor allem eine wunderschöne Gastgeberin und die hat noch weitere Fragen an dich, auch von unseren Usern und Userinnen. Aber das Schlusswort, bevor wir dich dann auch verabschieden und herzlichen Dank fürs Kommen, möchte ich dem König von Jackass geben, also Johnny Knoxville hat ja auch dieses Video gesichtet und ich glaube auch für gut befunden. Aber zuerst mal danke fürs Kommen. Ich bedanke mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ihr seid die Ersten. Ja, natürlich. Jetzt haben wir zwar ein kontaminiertes Urinstudio, aber das war es auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Es ist also ein gelber Fleck auf dem Sofa. Ja, damit lassen wir in die Clubhouse-Bar, in die Vorenburger Bar zur Sarah und schauen. Muss ich aufstehen und selber hingehen? Ja, aber jetzt schauen wir uns doch noch als Abschluss die Worte von Johnny Knoxville an. Ja. Wow, you did good. Wow. Yeah, dude. Look at that commitment, dude. Full commitment. Well done. Yeah, dude. Ja, Malte. Guten Tag. Ja, schön, dass du hergefunden hast, Zeck. Ja, natürlich. Man tut ja sonst nichts. Ja, du. Ich schenke dir jetzt erst einmal ein Bierli. Gerne. So. Malte. Unsere User sind auch neugierig. lass mich nicht lügen, der Jürgen aus Feldkirch, der würde gern wissen, ob du mit deinen Videos deinen Lebensunterhalt verdienst oder was du sonst noch so machst. Also mit den Videos selbst, mittlerweile springt nicht mehr allzu viel raus. Einfach weil so ziemlich jedes Video von uns ist demonetarisiert worden von YouTube. Das heißt, für kein Video gibt es noch Geld. Die sind alle als werbeuntauglich eingestuft worden und die meisten sind sogar noch ab 18. Das heißt, wir haben nicht nur nicht beworben, sondern auch nicht mehr vorgeschlagen. Das heißt, das ist von Rechts wegen mehr eine Liebhaberei, würde man es nennen, glaube ich, vom Finanzamt. Aber das Finanzamt darf also gar nichts davon wissen. Aber zum Wohl. Schön, dass du da bist, Malte. Ja, gerne. Aber die Frage, magst du beantworten, fern, wie du deinen Lebensunterhalt verdienst? Also ich produziere auch Webvideos und mache Webvideoschnitt für andere Unternehmen. Okay, also in dem Fall kannst du deiner Leidenschaft zumindest ein bisschen treu bleiben. Ja. Ja, das ist ja schön. So, der Georg aus Rankwell, der würde noch gerne wissen, wie sich die Videos auf dein Liebesleben ausgewirkt haben. Also die Videos sind eigentlich ein direktes Resultat meines Liebeslebens oder meiner Fetische. Schön. Nein, bitte. Die Damen da draußen. Entschuldigung. Was habe ich da schon wieder live gesagt? Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Es hat keinen Effekt eigentlich.
gar nichts. Ohne, du hast keine Groupies, keine Girls, die sagen, oh Malte. Ja, man kriegt sehr viele Fanposts, kriegt man viel. Also aber man ist meistens zu betrunken, um sie zu beantworten. Also in dem Fall, die Damen da draußen, ich muss euch nicht darauf hoffen, dass ihr euch antwortet. Malte hat keine Zeit. Aber was die Bezahlung anbelangt, die Videos amortisieren sich eigentlich durch Gratis-Drinks am Abend in der Bar dann wieder von selbst. Also das ist natürlich fein. Meine Haupteinnahmequelle und auch mein Hauptlebensunterhalt. Ja, schön. Der ist schön. Die Mai aus Bürs, die würde gerne wissen, was für Blessuren du bisher, die größte, schlimmste Verletzungen, die du bisher davongetragen hast. Wie viel Sendezeit habt ihr? Da war wirklich deine viel Lieblings, dabei. Machen wir die Top 3. Okay, Top 3. Ich hatte mal einen Schädelbruch. Ich hatte mal eine Stunde lang einen Gedächtnisverlust nach einem Stunt. Und ich hätte mal fast mein Auge verloren. Das klingt so, als ob es alles in einem Stunt passiert wäre. Das wäre cool. Aber nicht. Nein, das sind drei verschiedene. Wie hast du das Auge verloren? Oder verloren hast du es nicht? Er hat noch beide Augen unter der Brille. Ja, ich habe mir mit 150 km/h ein hartgekochtes Ei ins Gesicht ballern lassen. Und dabei habe ich mir dann das Auge so verletzt, dass es operiert werden musste. Es musste dann rausgenommen werden. Dann musste der Gelierkörper rausgesogen werden. Von dem gibt es kein Video. Das gibt's natürlich auf YouTube. Das passt. Oh, da habe ich jetzt eine Plombe in meinem Augapfel, die auch raussteht, die bleibt ein Leben lang drin und nur durch die sehe ich. Warte mal, vielleicht kann man eine Nahaufnahme machen. Oh, man sieht es echt. Aha. Oh, das ist crazy. Ich darf vielleicht näher kommen. Oh, er hat echt was im Auge. Hier? Hoffentlich ist nicht ein Stückchen Ei. Nein, das ist eine Plombe, die mit mir eingesetzt wurde. Okay. Und dann haben wir meinen Augapfel wieder mit Öl gefüllt und wieder reingestopft. Aber jetzt hebt's. Ja, so lange die Gefahr, dass es rausfällt. Oder? Nein, dass mein Augenlicht verschwindet. Das ist ja blinde. Jetzt bist du noch komplett alles im Fokus. Wieder. Gott sei Dank, sind wir froh. So, jetzt. Der Jürgen aus Nenzing, der würde noch gerne wissen, wo deine Grenzen liegen. Gibt es irgendwas, da du, wo du siehst, das würde nicht mal der Malte machen? Ehrliche Arbeit. Ehrliche Arbeit, ja. Das ist eine Aussage, hätte ich gesehen. So lassen wir das stehen. Und die allerletzte von unserer Liste, die hat eine Frage, oder die behauptet was, das ich auch nachvollziehen kann. Die Lea aus Hart, die behauptet nämlich, oder sie glaubt, dass das alles gar nicht echt ist, was ihr da machen. Sie bezweifelt, dass die Stunts echt sind. Liebe Lea, das können wir entkräftigen. Bist du dabei? Ja. Ihr seht, wir probieren das jetzt einfach direkt aus. Natürlich. Malte, du wirst jetzt abgeschossen von mir. Wunderbar. Let's go. Liebe Lea, Paintball ist vielleicht nicht das Alloriginellste, aber das ist mal ein kleiner Stunt für... Okay. Oh. Ja, lieber Pascal, Respekt. Was war alles in einem Mimischen Respekt sagen? Na, Malte, also unglaublich. Das ist Full Commitment, also wie es auch schon Johnny Knoxville gesagt hat. Da werden vor allem keine Mühen gescheut in dieser Sendung. Aua, aua, aua. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ein Highlight jagt das nächste, liebes Publikum. Wir dürfen wiederum einen glücklichen Gewinner, eine glückliche Gewinnerin in der Casino-Glücksdusche begrüßen. Und da schalten wir jetzt ein zur Sarah und wir viel Cash Erfolg. In der Dash. Cash in the Dash. Ich bin der Martin Studer aus Thüringen. Ich mache da mit. Ich hoffe, ich gewinne ein bisschen was für ein schönes Wellness-Wochenende mit meiner Freundin, langjährige, 19 Jahre. Martin, voll die schöne Idee mit dem Wellnessurlaub. Okay. 19 Jahre schon beieinander, da habt ihr euch sicher einen Wellnessurlaub verdient. Ja, das denke ich auch. Ja. Ich freue mich. Ja. Wir sind Kind sturmfrei. Oh, ja, das wäre noch besser. Noch besser. Dann hoffe ich, dass du ganz viel Geld in die kleine Box hineinsteckst, aber das schaffst du bestimmt. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, Martin. Ich bitte dich schon mal in die Dusche und dann gehen deine 30 Sekunden auch schon los. Viel Spaß, viel Erfolg. Viel Spaß, ja. Und los geht's. So, Martin hat eine Taktik, hat er gerade gesehen. Er will ganz, ganz kleinen Spannrahmen haben fangen. Und das macht er. Das macht er gut bis jetzt. Wir sind in der Halbzeit und das Cashly fühlt sich. Kaum Bewegung. Er ist sehr konzentriert. Das macht ein guter Martin. Und die Zeit ist vorbei. So. Martin, wie war's? Schwierig. Ihr seht, du hast nur extra 10 Euro. Die befinden sich da. Ja, super. Die stecke ich dir noch rein. Super, gut. So.
Aber alles, was nicht am Boden liegt, gehört dir. Ja, ist super. So, ihr seht, wir gehen einmal zählen und schauen, wie viel Zemke ist. Gut. Passt. So, Martin. Das schaut aus, als ob einiges Zemke wäre für dich. Ja. Und deine Geliebte. Richtig. So, dann zählen wir mal. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 sind einmal schon sicher dein. Super. Da geht sich einmal schon, ja, ich sage jetzt einmal, ein Spa-Ausflug richtig, schon fast aus. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, wir haben eine Punktlandung. Genau 200. Genau super. 200. Ja, voll lässig. Super. Jetzt schauen wir mal, ob es ein 3-Sterne- oder ein 5-Sterne-Hotel wird. Richtig. Weil du kannst den Gewinn jetzt verdoppeln, verdreifachen super. Oder Dinner und Casino gewinnen noch für dich und deine langjährige Freundin. Ihr seht, du drehst mit ganz viel Schmackes. Und dann schauen wir mal. Und Dinner und Casino. Ja, richtig, super. Super. Perfekt, dann darfst du deine Freundin gerade noch ausführen. Ins Casino, Gutscheinen. Super. Ja, super. Das freut mich. Vielen Dank. Ja. So, ich sage vielen Dank ans Clubhaus und Casino. Und ich würde auf alle Fälle mitmachen, es rentiert sich. Vielen Dank. Herzliche Gratulation auch von unserer Seite. Wir kurbeln die österreichische Wirtschaft an. Gegen die kalte Progression. Casino Glücksdusche hin. Nein, und jetzt kurbeln wir die Spaltung der Gesellschaft weiter, oder? Natürlich, auch die gehört weiter vorangetrieben. Johannes von und zu Gutenberg, kein Mann, der Gräben schließt, sondern aufreißt. Vor allem beziehungsweise unsere Forenkommentatoren. Viel Vergnügen mit einer neuen Ausgabe literarischer Kost aus den Untiefen des Voll.at-Forums. Es wird großartig. Guten Abend, mein Name ist Johannes von und zu Gutenberg und ich darf Sie wieder zu einer Lesung aus dem Buch der Gelöschten begrüßen. Vers 1. Demonstranten. Diese Menschen haben die häufigsten psychischen Erkrankungen. Doppelpunkt. Angststörungen. Depression. Depressive Störungen. Bipolare Störungen, Schizophrenie, Suchtstörungen, Essstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Geht weiter demonstrieren. Brechen wir an dieser Stelle bitte einmal eine Lanze für die Demonstranten. Das Demonstrationsrecht ist ein wichtiges Recht in einer Demokratie, das auch genützt und geschützt werden soll. Alleine schon, um sämtliche Diktaturbrüller da draußen ad absurdum zu führen. Demonstranten pauschal als krank und gestört abzutun, ist damit ein klarer Fall für das Buch der Gelöschten. Vers 2. Genau, du Ringmuskel umgebene Körperöffnung. Ich gebe zu, eine kreative Umschreibung für Arschloch. Aber trotzdem, auch hier ein Fall für das Buch der Gelöschten. Vers 3. Niemand braucht diese ärztlichen Selbstdarsteller und die immer wieder gleichen, schon 100-mal beantworteten Fragen. Verzieht euch in eure Impfblase und lasst uns endlich in Ruhe. Wer nach 100-mal beantworteten Fragen immer noch nichts verstanden hat und von einer Impfblase redet, sollte wohl besser seine Mitmenschen mit seinen geistigen Ergüssen in Ruhe lassen, zur Sicherheit aller. Vers 4. Bewiesen. Doppelpunkt. Corona-Spritzen treiben die Infektionen nach oben. Nicht nur in Deutschland zeigt die Statistik eindeutig, höhere Impfquote korreliert mit höheren Inzidenzen. Naja, es stimmt, die Impfquoten steigen und in der vierten Welle auch die Inzidenzen. Das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun. Statistiker nennen das kausalen Fehlschluss. Der Grund für die hohen Inzidenzen ist schlicht und ergreifend die
sehr viel ansteckendere, Entschuldigung, Omikron-Variante. In diesem Sinne, also Bildungsauftrag, den wir hier zwar nicht haben, aber trotzdem erfüllt und damit zurück ins Clubhaus. Ja, puh, erneut großartig wie immer. Also ich glaube, heute haben wir uns tatsächlich selber übertroffen. Nicht wir, sondern unsere Gäste vor allem. Also die Show, stimmt. Unglaublich, setzt neue Maßstäbe, Malte setzt neue Maßstäbe. Urin. Paintball. Paintball. Jackass und Casino. Und dumme und Sau, sagen. Einfach so. Großartig. Ohne Zensur. Ja, leider sind wir aber trotzdem wiederum am Ende unserer Clubhouse-Show angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sind nächsten Samstag wiederum für Sie da, 19:30 auf Vollete und Ländle TV. Und damit verabschieden wir uns in den Samstagabend. Viel Vergnügen.